Herzlich willkommen zu meiner Folge wie auf der Marsch. Episode 1.3. Wie immer heute Mais. Alle anderen Arbeiten sind im Grunde fertig. Ein paar Wahlen müssen noch zum Regal gefahren werden. Sollte auch nicht das Problem sein, das kriegen wir auch hin. Ganz los. Jetzt machen wir noch Mais. Feld 3 und vielleicht auch Feld 19. Mal sehen. 19 bin ich noch nicht ganz sicher. Mal sehen, wie viel wir rauskriegen. Eine Menge, dann gehen wir weiter. Vielleicht können wir uns mal so Schulden rausbringen hier, ne, mit der Gase. Wird ja gut gefördert, ne. Zahlen wir alle im Stromfall, das kann ich jetzt in die Förderung. Das ist super, die eine Sache wird gefördert und die anderen nicht bezahlt. Die ganz großen knicken die aus, wenn ich sage, nö, das ist besser. Das wird bestimmt besser drauf, aber das kann man nicht alles um den Kunden abwerten. Klein, klein, und der Kleine soll nicht mehr, ne? Der Powerpoint. So, dann haben wir den Voll. Voll. Freut mich, wer hat denn die gefahren? Schwierigkeiten umzukommen. Durch den Deichen. Das können wir so ranfahren und dann auf Leichtplatz. Das ist ein Weg. Das Silo ist bald ein bisschen groß für die kleine BGH. Aber es geht schon. Werden wir hier von da entsprechend rückwärts ranfahren. Da flexibel, man ganz gute Lenkung ändern auf Allradlenkung. Streng links Set. So, denke mal ein bisschen besser. Denke ich mal. So. Dann müssen wir Gas geben müssen, aber gut, okay. Die BGA schon voll. Der Dino. Diese, der erste. Ja, so geht ein bisschen besser. Zeit, oh, Viertel fünf. Wahnsinn. Ich hätte so viel Lust zu mehreren Spielen, aber das ist zeitlich nicht machbar. Also schwierig. Ich muss noch nächstes Jahr entscheiden, was ich überhaupt mache. Wenn die Tuning gerade nicht kommt, dann müssen wir ja, dann ist die eh raus. Weil ich habe gelesen vom Castor, dass er grundsätzlich keine Karten dreimal macht. Zum 21er wäre dann ja die Tuning-Karte vorbei. Aber ich sag mal so, er hat bisher jedes Jahr Karten rausgebracht. Vierfach. Die vierfach dauern halt ein bisschen, ne? Also dann sind im Prinzip die ersten Remaster beginnen, also ganz normal die ersten Standardkarten im Prinzip. War das doch typisch, sehr lange hin.
Dann wird der Prozess einer Karte beginnen. Und dann erfahrt der Punkt zu. Mit den Geräten und so. Mit dem Geld. Und dann wenn du mal irgendwann eine neue Karte beginnen. Dann kannst du. Was für genau der Plan? Weiß ich nicht. Da wird sie gelegt, irgendwas in der Schule. Hier beginnt. Ich weiß ja nicht, ob ein Ziel ist, auf 21er jetzt Standard wäre. Das wäre an sich schön. Aber nichts ist halt, weiß ich nicht, hat keine Ahnung. Für 19 haben sie mal gesagt, habe ich im Interview gehört, dass der Season im Grunde schon zu spät kam. Weil sie mit der Planung und Entwicklung schon zwei voraus waren, und sie konnten immer einarbeiten und die Gründe damit. Das heißt, halt nicht bald, 21er könnte diese Ausrede nicht kommen. Weil, das wäre dann ja, stimmt ja so nicht, ne? Die wären schon ein Jahr früher Zeit. Also, die werden jetzt, die all die Vorschläge, die jetzt kommen für den 21er, im Grunde schon so, alles zu spät. Da musst du schon im Prinzip mit dem 19er, wo sie rauskam, schon längst gebracht haben, die Wünsche, ne? Ja, das ist... Ups! Dann muss ich ja auch entsprechend einplanen von der Zeit her und so. Da muss ja alles gemacht werden. Denn sie haben das Problem, so sehe ich das, man muss ja im Prinzip von Spiel zu Spiel immer eine Steigerung da haben. Und das ist ja nicht interessant. Die Karte an sich ist ja kein Ding normalerweise. Also man kann das alles sicherlich schön gestalten, das ist richtig. Aber wenn es im Grundprinzip geht wie im 19er, dann kauft er kein neues Spiel. Denn hier gibt es ja so viele Karten, die Copy Buffle anfertigen. Da kann man schon sehr viel mit anfangen. Und wer möchte, kann hier so viele Karten spielen, also wird im Grunde nie fertig. Ne? Also, denn heute, wir haben jetzt Januar, November, Dezember. Nicht mal ein Jahr, ne? Dann mal sehen. Aktuell gibt es ja keine Informationen, ne? Also wie immer, sie halten sie ja zurück, logischerweise, weil sie selbst genau wissen. Aber irgendwo ist ja auch der Druck da, zu denen den Termin rauszubringen, weil letztendlich daran verdienen sie auch. Ne? Denn das ist ja so, wenn ich jetzt Lohn zahlen will, dann muss man gewisse Einnahmen da machen. Die werden jetzt ein bisschen, denke ich mal, dass sie irgendwann haben, dass sie vielleicht ein paar Wochen bewirken könnten, aber so ungefähr werden die schon einen Plan haben, dass das dann fertig ist. Ne? Damit sie wieder frische Einnahmen generieren. Ne? Also jetzt kommt ja nicht mehr so viel. Die große Masse hat schon gekauft. Das DLC hat auch nur die große Masse gekauft. Das eine oder andere kleine DLC natürlich auch. Ja, jetzt heißt das ja abwarten, bis Neues kommt. Ne? Natürlich musst du immer den Käufer begeistern mit neuen Sachen. Ne? Maschinen wirst du sicherlich keine. Ja, hier mal wieder ein paar Geräte, die es mal gab, kommt wieder rein, sicherlich. Im Ganzen haben wir die großen Alten, ne? Die großen Marken. So. Der tiefsten wäre sicherlich das
besten geeigneten Mittel, um was Neues zu entwickeln, aber Tiere zum Beispiel, da kann man noch viel machen, zusammen mit Seasons, also mit Wachstum der Tiere und so. Also Pferde, also seien wir ganz ehrlich, hat mir nicht vom Hocker gerissen hier, auch nicht der Hund. Das ist ganz nett zum Anfang, ja. Feines Tier, schöner ja, Gag, Nutzen hast du keinen. Ne? Ja, ist halt ein bisschen so Auffrischung, ne? Ein bisschen nebenbei. Ja, das kennt man anders, ne? Acker halt, ne? Ein Baum gewinnt. Der hat einen Baum gepflanzt. Ist das Baum oder Laterne? Baum. Ah, der ist voll. So. Ja, und so ist das in Zukunft. Ja, also. Aber wir starten an der Startkarte. Mehr oder weniger gleichen Rhythmus, sagt man jetzt schon, zwei Folgen pro Tag. Wir werden nicht mehr drei mit vier, das werden wir nicht machen, aber zwei Folgen pro Tag. Zum Anfang. Ja, und dann muss ich weiter, was man so tun wollte, ne? Was man kommt. Das hat die Subi gerade angefangen. Wie lange das läuft, das weiß ich nicht. Ich habe schon viele, viele Folgen voraus und produziert, also den mal Januar schon mal abgesichert, weil das mich im Prinzip fesselt. Da muss ich mal sehen, aber zwei Folgen pro Tag, das werde ich auch nicht drin. Und dann daran denken, irgendwann hast du ja keine Zeit, ne? Also die Zeit wird knapp. Ne? Geht ja um diese ganze Bearbeitung, dann muss ich mit dem zweiten Rechner kurz nebenbei laufen lassen, darum geht es ja nur. Das Rendern muss ja nur nebenbei laufen, das ist das ganz gut. Dann könnte der eine Rechner ganz beruhigt rendern und der andere macht er dann auch und ist dann ein bisschen doppelt geworden. Zum Schluss zum Strohladen. Ne? Mal sehen, wie es funktioniert, wenn die Version auf zwei Rechnern bekommen. Ne? Weil die meisten Lizenzen mal haben wollen. Ne? Zum Not, wenn die halt noch eine zweite Vision kaufen wollen. Brauche ich gar nicht mehr. Da lade ich mich Amazon runter. Ist ja da. Ja, dann ist ja da entsprechend gespeichert. Die eine Version jedenfalls. Die andere Version ist ja SD. Aber der braucht ja so lange, der braucht ja noch länger wieder anders dran. Man muss ja vom Programm immer testen, ob andere Dinge besser sind, das weiß man vorher nicht. Aber für die Funktion, die ich brauche, da reicht ein anderes Programm aus. So, wir neigen uns am Ende heute zu. Ich danke mal allen fürs Zuschauen, fürs Liken, Abonnieren und fleißig kommentieren. Ja, dann zeigen wir mal Füße um die Gelenke, verlau. Wir machen gleich weiter. Und gleich hier, morgen. Da, 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 da